wird abgestellt. Selbstverständlich, Herr Bach. Herr Bach! Mach mal eine Pause. Ja, okay. Ich verlagere die Gemälde in der Nacht zum Sonntag. Das bleibt doch bei Mitternacht, ja? Ja, natürlich, Herr Graf. Wir haben jetzt den geeigneten Mann. Gut. Wird der Mann auch mit der Alarmanlage zurechtkommen? Sie muss in Betrieb bleiben. Selbstverständlich, Herr Graf. Herr Graf, was noch einen kleinen Vorschuss anbetrifft. Bitte, Herr Graf. Vielen Dank, Herr Graf. Ich bitte um äußerste Präzision. Sehr wohl, Herr Graf. James? Herbert, du kannst weitermachen. Das Ding läuft. Was kommt weg hier? Also, was strafbar daran sein soll, wenn dieser feine Pinkel seine Gemälde in den Keller bringt, das verstehe ich nicht. Ja, andererseits ist es schon verdächtig, wenn der Dicke sagt, den geeigneten Mann haben wir jetzt. Oder der andere, es bleibt dann Mitternacht. Mist, dass wir nicht wissen, wer dieser überkandidelte Typ war. Graf Otto Eduard zu Falkenstein, Schloss Moerettering. Kannst du hell sehen oder verkehrst du den Kreisen? Weder noch, aber ich kenne sein Auto. Der Rolls Royce ist der einzige hier in der Gegend. Wer ist denn so bekloppt, was sich selber einbrechen zu lassen? Zum Beispiel jemand, der seine Versicherung betrügen will. Wenn das echt wirken soll, wird man echter Einbrecher. Mensch, ich habe eine Idee. Mein Vater ist auch mit all den feinen und reichen Leuten aus der ganzen Gegend befreundet. Vielleicht weiß der was. Können wir mal probieren. Hier TKKG. Nächster Treffpunkt Villa Sauerlich. Villa Sauerlich. Ende. Das kommt Christian. Nichts hier hin. Es ist gigantisch. Wie ein Kaninchen. Spotte nur. Für wen bringst du denn dieses gewaltige Opfer? Für meine Zähne und für meine Figur, Mann. Ich habe gestern gelesen, dass der Beruf eines Zahnarztes überflüssig wäre, wenn wir uns alle richtig ernähren würden. Deshalb fällt heute meine Schokolade aus. Dann sollen die eben pleite gehen. Der sagt die letzte Statistik, aber was ganz anderes. Mann, Mann, bei dir klemmt schon wieder etwas. Das halte ich nervlich nicht aus. Ja, sieh mal an. Die TKKG-Bande, was für eine Ehre. Guten Tag. Guten Tag, ne? Seid ihr wieder mal einem Verbrecher auf der Spur? Ach was, es geht eigentlich um Folgendes, Papa. Ja. Ich bin doch jetzt der Reporter für die Schülerzeitung. Kannst du mir ein Interview bei Graf Falkenstein verschaffen? Ich will über seine wertvolle Gemäldesammlung berichten. Du kennst ihn doch gut. Naja, gut ist übertrieben. Ich habe ihm mal ein Bild abgekauft, weißt du, das ist das, was bei mir im Arbeitszimmer rumhängt. Mhm. Dabei hat er mich ganz schön übers Ohr gehauen. Die Expertise war nämlich gefälscht. Warum haben Sie ihn da nicht angezeigt? Nur ganz einfach. Weil es mir so gut gefällt. Sogar besser als das Original. Ja, dann werde ich mal für euch bei Falkenstein anrufen. Frag ihn, ob ich eine Kollegin mitbringen darf. Eine Kollegin? Ah, mach ich. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Das ist ja Gemüse aus Marzipan, du Lügner. Wieso? Meine Mutter hat gesagt, ich soll Möhren und Kohlrabi essen. Dass es kein Marzipangemüse sein darf, hat sie nicht gesagt. Ich habe Falkenstein am Apparat. Ihr könnt morgen um 3 Uhr zu ihm kommen. Geht das in Ordnung? Ja. Ach, Sie sind es. Also, wenn es eine einmalige Sache bleibt, ja. Gut, ich notiere mir. Schloss Neu-Itering bei Birnbach. Ja, ja, kenne ich. Treffpunkt 22.30 Uhr, neuer Marktplatz. Ja, ich habe verstanden. Ich muss Schluss machen, draußen hupt wie verrückt ein Kunde. Lass uns zurückfahren. Wieso denn? Weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich fragen soll. Verstehe nichts von Kunst.
Nur von Schokolade. Vielleicht ist ja jemand abgebildet, der Schokolade isst. Los, komm. Sehen Sie, das Schloss scheint völlig verrostet zu sein. Außerdem ist mir der Schlüssel abhanden gekommen. Schönes altes Schloss. Da kann sich mancher Kollege die Zähne ausbeißen. Aber ich krieg das schon hin. Na, hoffentlich. Eddilein, die Kinder sind da. Ach, die Kinder, die habe ich ganz vergessen. Ne? Bei Ihnen ist alles klar, ja? Ich komme. Melanie, wie oft soll ich dir nur sagen, dass du mich in Anwesenheit fremder Leute nicht Eddilein nennst? Wo bleibt da meine Würde? Ja, es stimmt. Entschuldige. Die Kinder sind nebenan. Soll ich einen Tee kochen? Ach, das kostet auch nur wieder Geld. Und die bleiben nicht lange. Es ist recht, Eddilein. Oh, Herr Graf, wollte ich sagen. Aha. Du bist also der Sohn meines alten Freundes Sauerlich. Eigentlich sehr merkwürdig, dass ein Schokoladenfabrikant Sauerlich heißt, nicht? Süßlich wäre besser. Ja, ja. Darüber haben sich schon ganze Generationen totgelacht, eure Durchlaucht. Ich lauchte. Was? Haben Sie Einbrecher, Herr Frankenstein? Falkenstein. Sag ich doch. Sehr witzig. Und sehr albern. Ich weiß gar nicht, ob ich unter diesen Umständen überhaupt noch ein Interview geben möchte. Wissen Sie denn, wann und wo das steigen soll? Ja. Aber das kann ich niemandem sagen. Die haben mich in der Hand. Drohen mir. Ist es vielleicht in der Nacht zum Sonntag auf Schloss Neuettering? Woher weißt du denn das? Anke hat Ihre Notizen gelesen. Aber seien Sie deswegen nicht böse mit ihr. Sie meint es wirklich gut mit Ihnen. Sie meint es gut, sie meint es gut. Wie soll ich denn da rauskommen aus der ganzen Geschichte? Wenn ich jetzt zur Polizei gehe und die Pläne verrate, wird Malowitz alles leugnen. Das ist nämlich ein ganz raffinierter. Na, wir sind ja auch nicht von Pappe. Tim hat einen Plan, Papa. Na, das wird was Rechtes sein. Sie müssen es so machen, dass die anderen zwar hinter Schloss und Riegel kommen, ihnen aber nichts passieren kann. Und da hast du einen Plan? Ja, den muss ich aber vorher noch mit Kommissar Glockner absprechen. Und wie funktioniert so eine Alarmanlage? Na, versuch's doch mal. Das große Dach, ja? Wird abgeschlossen. Selbstverständlich. Herbert! Mach mal eine Pause. Ja, okay. Ich verlagere die Gemälde in der Nacht zum Sonntag. Das bleibt doch bei Mitternacht, ja? Ja, natürlich, Herr Graf. Wir haben jetzt den geeigneten Mann. Gut. Wird der Mann auch mit der Alarmanlage zurechtkommen? Sie muss in Betrieb bleiben. Selbstverständlich, Herr Graf. Herr Graf, was noch einen kleinen Vorschuss anbetrifft. Bitte, Herr Graf. Vielen Dank, Herr Graf. Ich bitte um äußerste Präzision. Sehr wohl, Herr Graf. James? Herbert, du kannst weitermachen. Das Ding läuft. Hier. Also was strafbar daran sein soll, wenn dieser feine Pinkel seine Gemälde in den Keller bringt, das verstehe ich nicht. Ja, andererseits ist es schon verdächtig, wenn der Dicke sagt, den geeigneten Mann haben wir jetzt. Oder der andere, es bleibt bei Mitternacht. Mist, dass wir nicht wissen, wer dieser überkandidelte Typ war. Graf Otto Eduard zu Falkenstein, Schloss Neuettering. Kannst du hell sehen oder verkehrst du den Kreisen? Weder noch, aber ich kenne sein Auto. Der Rolls-Royce ist der einzige hier in der Gegend. Wer ist denn so bekloppt, was sich selber einbrechen zu lassen?
Zum Beispiel jemand, der seine Versicherung betrügen will. Wenn das echt wirken soll, wird man echter Einbrecher. Mensch, ich habe eine Idee. Mein Vater ist auch mit all den feinen und reichen Leuten aus der ganzen Gegend befreundet. Vielleicht weiß der was. Können wir mal probieren. GTKKG. Nächster Treffpunkt Villa Sauerlich. Villa Sauerlich. Ende. Das kommt Christian nicht mehr hin. Es ist gigantisch. Wie ein Kaninchen. Spotte nur. Für wen bringst du denn dieses gewaltige Opfer? Für meine Zähne, für meine Figur, Mann. Ich habe gestern gelesen, dass der Beruf eines Zahnarztes überflüssig wäre, wenn wir uns alle richtig ernähren würden. Deshalb fällt heute meine Schokolade aus. Dann sollen die eben pleite gehen. Der sagt die letzte Statistik, aber was ganz anderes. Mann, Mann, bei dir klemmt schon wieder etwas. Das halte ich nervlich nicht aus. Ja, sieh mal an, die TKKG-Bande. Was für eine Ehre. Guten Tag. Guten Tag, ne? Seid ihr wieder mal einem Verbrecher auf der Spur? Ach was, es geht eigentlich um Folgendes, Papa. Ja. Ich bin doch jetzt der Reporter für die Schülerzeitung. Kannst du mir ein Interview bei Graf Falkenstein verschaffen? Ich will über seine wertvolle Gemäldesammlung berichten. Du kennst ihn doch gut. Naja, gut ist übertrieben. Ich habe ihm mal ein Bild abgekauft. Weißt du, das ist das, was bei mir im Arbeitszimmer rumhängt. Dabei hat er mich ganz schön übers Ohr gehauen. Die Expertise war nämlich gefälscht. Warum haben Sie ihn da nicht angezeigt? Nur ganz einfach. Weil es mir so gut gefällt. Sogar besser als das Original. Ja, dann werde ich mal für euch bei Falkenstein anrufen. Frag ihn, ob ich eine Kollegin mitbringen darf. Eine Kollegin? Ah, mach ich. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Das ist ja Gemüse aus Marzipan, du Lügner. Wieso? Meine Mutter hat gesagt, ich soll Möhren und Kohlrabi essen. Dass es kein Marzipangemüse sein darf, hat sie nicht gesagt. Ich habe Falkenstein am Apparat. Ihr könnt morgen um 3 Uhr zu ihm kommen. Geht das in Ordnung? Ja. Ach, Sie sind es. Also, wenn es eine einmalige Sache bleibt, ja. Gut, ich notiere mir. Schloss Neu-Itering bei Birnbach. Ja, ja, kenne ich. Treffpunkt 22.30 Uhr, neuer Marktplatz. Ja, ich habe verstanden. Ich muss Schluss machen. Draußen hupt wie verrückt ein Kunde. Schon wieder. Komm, lass uns zurückfahren. Wieso denn? Weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich fragen soll. Verstehe nichts von Kunst. Nur von Schokolade. Vielleicht ist ja jemand abgebildet, der Schokolade isst. Los, komm. Sehen Sie, das Schloss scheint völlig verrostet zu sein. Außerdem mit der Schlüssel abhanden gekommen. Schönes altes Schloss. Da kann sich mancher Kollege die Zähne ausbeißen. Aber ich krieg das schon hin. Na, hoffentlich. Eddilein, die Kinder sind da. Ach, die Kinder, die habe ich ganz vergessen. Ne? Bei Ihnen ist alles klar, ja? Ich komme. Wird abgestellt. Wird bestimmt nicht mehr da. Herbert! Mach mal eine Pause. Ja, okay. Ich verlagere die Gemälde in der Nacht zum Sonntag. Das bleibt doch bei Mitternacht, ja? Ja, natürlich, Herr Graf. Wir haben jetzt den geeigneten Mann. Gut. Wird der Mann auch mit der Alarmanlage zurechtkommen? Sie muss in Betrieb bleiben. Selbstverständlich, Herr Graf. Herr Graf, was noch einen kleinen Vorschuss anbetrifft. Bitte, Herr Graf. Vielen Dank, Herr Graf. Ich bitte um äußerste Präzision. Sehr wohl, Herr Graf. James?
kannst weitermachen. Das Ding läuft. Was kommt weg hier? Also, was strafbar daran sein soll, wenn dieser feine Pinkel seine Gemälde in den Keller bringt, das verstehe ich nicht. Ja, andererseits ist es schon verdächtig, wenn der Dicke sagt, den geeigneten Mann haben wir jetzt. Oder der andere. Es bleibt dann Mitternacht. Mist, dass wir nicht wissen, wer dieser überkandidelte Typ war. Graf Otto Eduard zu Falkenstein, Schloss Moerettering. Kannst du hell sehen oder verkehrst du den Kreisen? Weder noch. Aber ich kenne sein Auto. Der Rolls-Royce ist der einzige hier in der Gegend. Wer ist denn so bekloppt, was sich selber einbrechen zu lassen? Zum Beispiel jemand, der seine Versicherung betrügen will. Wenn das echt wirken soll, wird man echter Einbrecher. Mensch, ich habe eine Idee. Mein Vater ist doch mit all den feinen und reichen Leuten aus der ganzen Gegend befreundet. Vielleicht weiß der was. Können wir ja mal probieren. Hier TKKG. Nächster Treffpunkt Villa Sauerlich. Villa Sauerlich. Ende. Das kommt Klößchen. Nichts wie hin. Es ist gigantisch. Wie ein Kaninchen. Spotte nur. Für wen bringst du denn dieses gewaltige Opfer? Für meine Zähne, für meine Figur, Mann. Ich habe gestern gelesen, dass der Beruf eines Zahnarztes überflüssig wäre. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Das ist ja Gemüse aus Marzipan, du Lügner. Wieso? Meine Mutter hat gesagt, ich soll Möhren und Kohlrabi essen. Dass es kein Marzipangemüse sein darf, hat sie nicht gesagt. Ich habe Falkenstein am Apparat. Ihr könnt morgen um 3 Uhr zu ihm kommen. Geht das in Ordnung? Ja. Ach, Sie sind es. Also, wenn es eine einmalige Sache bleibt, ja. Gut, ich notiere mir. Schloss Neu-Etering bei Birnbach. Ja, ja, kenne ich. Treffpunkt 22.30 Uhr, Neuer Marktplatz. Ja, ich habe verstanden. Ich muss Schluss machen, draußen hupt wie verrückt ein Kunde. Uns alle richtig ernähren würden. Deshalb fällt heute meine Schokolade aus. Dann sollen die eben pleite gehen. Ja, sagt die letzte Statistik, aber was ganz anderes. Mann, Mann, bei dir klemmt schon wieder etwas. Das halte ich nervlich nicht aus. Ja, sieh mal an, die TKKG-Bande. Was für eine Ehre. Guten Tag. Guten Tag. Na? Seid ihr wieder mal einem Verbrecher auf der Spur? Ach was, es geht eigentlich um Folgendes, Papa. Ja. Ich bin doch jetzt der Reporter für die Schülerzeitung. Kannst du mir ein Interview bei Graf Falkenstein verschaffen? Ich will über seine wertvolle Gemäldesammlung berichten. Du kennst ihn doch gut. Naja, gut ist übertrieben. Ich habe ihm mal ein Bild abgekauft. Weißt du, das ist das, was bei mir im Arbeitszimmer rumhängt. Mhm. Dabei hat er mich ganz schön übers Ohr gehauen. Die Expertise war nämlich gefälscht. Warum haben Sie ihn da nicht angezeigt? Nur ganz einfach. Weil es mir so gut gefällt. Sogar besser als das Original. Ja, dann werde ich mal für euch bei Falkenstein anrufen. Frag ihn, ob ich eine Kollegin mitbringen darf. Eine Kollegin? Ah, mach ich. Da ist die Kiste schon wieder. Komm, lass uns zurückfahren. Wieso denn? Weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich fragen soll. Verstehe nichts von Kunst. Nur von Schokolade. Vielleicht ist ja jemand abgebildet, der Schokolade isst. Los, komm. Sehen Sie, das Schloss scheint völlig verrostet zu sein. Außerdem ist mir der Schlüssel abhanden gekommen. Schönes altes Schloss. Da kann sich mancher Kollege die Zähne ausbeißen. Aber ich krieg das schon hin. Na, hoffentlich. Eddilein, die Kinder sind da. Ach, die Kinder, die habe ich ganz vergessen. Bei Ihnen ist alles...